Ja, die U-Boote werden kommen. Es ist offiziell hier. Auf der ganzen Welt haben wir den Termin hier abgesenkt, damit wir das heute hier euch auf der Gamescom zeigen können. Und als kleiner Reminder, die Stage Show, die wir heute haben, wird auch auf unserem Stream auf Englisch übertragen. Dementsprechend wird die Präsentation zweisprachig sein, auf Deutsch und auf Englisch. Nur damit ihr euch nicht wundert im Vergleich zu den anderen Shows. Yes, so for all of you watching out there on Twitch, I don't know if you're watching from there or from there, you're watching from somewhere, I'm going to try my best to give you a live translation of what we're going to be announcing about submarines today. Genau. Wir wissen natürlich, viele von euch haben Bock auf U-Boote, aber einige haben auch gewisse Bedenken, weil sie denken, hey, das hat vielleicht einen gewissen Einfluss auf mein Spielerlebnis. Daher erstmal ein ganz großer Disclaimer, das ist alles, was ihr heute sehen werdet, ist noch in einem frühen Stadium und wir testen das logischerweise. Und das Ganze wird erstmal in einem geschlossenen Test stattfinden, dann auf dem Sandbox-Server, wo ihr alle mitmachen könnt. Und wir hoffen, dass ihr alle auch aktiv teilnehmt, damit wir euer Feedback dazu sammeln können. Und dann wird das Ganze auch auf dem Live-Server erscheinen. Aber wir haben auch aus dem Flugzeugträger-Rework zum Beispiel gelernt, wir werden das Ganze erstmal in einem separaten Modus testen auf dem Live-Server, sodass es keinen Einfluss auf eure Zufalls- und Koop-Gefechte hat. Sodass dann am Ende, wenn wir quasi mit dem Testen fertig sind, das finale Produkt auch wirklich gut ist. Ja, das war eine ganze Menge zu übersetzen. Of course, we know a lot of you are excited about submarines. A lot of you maybe have some small concerns about submarines. But don't worry, everything you're going to see today is still very early and work in progress. So all the stats still may change, the gameplay may change. And we are, of course, going to do a significant amount of testing with you guys. We're going to have a sandbox server that you can participate in to help us make submarines as good as they can be. And when they are released, they are initially going to go into a separate mode, similar to Arms Race, for instance. We learned a lot from the CV rework and we want to make sure that we polish this as much as humanly possible before we implement it in random battles. Genau, und wie wird das Ganze dann im Spiel implementiert? Wir werden das Ganze für mehrere Nationen parallel machen. Ihr seht hinter uns schon eine der ersten Nationen, die ins Spiel kommen wird, nämlich die amerikanische Marine. Und das Ganze findet auf drei verschiedenen Stufen statt, nämlich auf Stufe 6, 8 und Stufe 10. Yes, we're going to be starting with a couple of different nations. The first one we're going to talk about here is US submarines. You already notice we only have tier 6, 8 and 10. The submarines are only going to be available at even tiers. And we're going to start at tier 6 to make sure all the destroyers have a good chance of fighting them. Genau, und für die Amerikaner seht ihr im Hintergrund quasi die USS Cachalot, die USS Salmon und die USS Palau. Das sind alles U-Boote, die auch im Zweiten Weltkrieg teilgenommen haben. Und dadurch habt ihr ein gutes Stück an Geschichte auch bei euch mit dabei. Aber möchtest du noch kurz übersetzen oder gehen wir direkt weiter? I don't think we need to translate that. We have the USS Cachalot, Salmon and Palau, all three of them historical US submarines. It's all a lot of action. We don't have any time to talk about it today, but we have stream later. We can do it then. Aber dann fehlt natürlich noch eine U-Boot-Nation. Fällt euch irgendeine ein? Wie bitte? Wie bitte? Ganz genau. Yes, so we also have German submarines. Yes. Ja, da seht ihr schon den deutschen U-Boot-Tree. Das Ganze fängt an, sehr schön mit Sonar und mit der U-69. Kommt irgendjemanden dieses U-Boot leicht bekannt vor? Genau, es ist nämlich die gleiche Klasse, die auch in dem Film Das Boot findet. Das ist ein Typ 7C U-Boot und das war das erste seiner Reihe und hat an 10 Unternehmungen teilgenommen und sogar 16 Schiffe versenkt. Auf Stufe 8 findet ihr die U-190 und auf Stufe 10 die U-2501. Und das ist besonders interessant, denn es ist eines der, wenn nicht sogar das erste richtige Hochsee-U-Boot, ein Elektroboot, das dafür gebaut wurde, auf längere Fahrten zu gehen und die gegnerischen Schiffe zu jagen. Yes, so German submarines, you'll notice, I have super original names. We have U-69, U-190 and U-2501. And I applaud this amazing naming convention. It's very German. But U-69 is of course famous for being a Type 7C submarine that was made famous by the movie Das Boot, where the U-96 was the protagonist. We also have U-190 and U-2501, which was the first true like high-sea electric submarine. Genau, dann haben wir aber noch ein viertes deutsches U-Boot dabei, if we go to the next slide. Nicht? Okay, dann machen wir später. Wir werden euch jetzt einfach hier mal einen kurzen Teaser zeigen, wie das Gameplay generell aussieht mit dem normalen Video und werden danach nochmal ein extra Video haben, wo wir ein bisschen die Mechaniken dahinter erklären. Yeah, we'll have a quick look at what the gameplay actually looks like in game. No interface, we'll get some beauty shots, we'll talk a little bit about what you're going to see and we'll have a look at what gameplay mechanics look like afterwards.
Genau, das Hauptfeature von U-Booten ist natürlich die Tauchfahrt und für den Gegner unentdeckt zu bleiben. Wer von euch schon im Halloween-Modus mitgemacht hat, letztlich erkennt es vielleicht, es wird drei Tauchstufen geben. Einmal an der Oberfläche, auf Periskoptiefe und quasi auf voller Tauchtiefe. Yes, if you played Submarine last year, it's going to be the same in terms of our depths. We're going to have a surface level, a periscope level and deep dive level. Genau. Auf der richtigen Tauchtiefe werdet ihr auch sozusagen blind sein. Ihr seht im Hintergrund vielleicht auch quasi diese grüne Welle, die am Meeresboden entlangläuft. Das ist euer Hydrophon. Denn ihr werdet den Gegner nicht sehen, aber der Gegner sieht euch auch nicht. Yes, if you're on the diving level, you won't actually be able to see anything. You'll be effectively blind. Apart from your hydrophone, which is the effect, the green effect you can see in the background, where you'll see roughly which direction and distance there might be enemy ships. Genau, da wird ähnlich wie bei der Funkortung euch angezeigt, wo der Gegner sich grob befindet, aber wirklich nur sehr grob. Ja, natürlich ist beim U-Boot der Sauerstoff begrenzt und ihr könnt ihn nur an der Oberfläche nachfüllen. Das bedeutet, ihr müsst das ordentlich einteilen, wann ihr die Gegner unter Wasser angreifen wollt und wann ihr euch an der Oberfläche quasi den Gegner zeigen möchtet oder müsst. Yes, submarines are going to have a limited supply of oxygen, which is going to limit their diving time. And you're going to have to make really sure that you plan when to dive and when to attack very well, because you're going to have to resurface, you're going to have to get oxygen, and you will be vulnerable. Ja, und wer ist euer primärer Gegner? Natürlich Zerstörer. Und mit der Einführung der U-Boote werden wir natürlich auch Wasserbomben einführen. Und wir werden dazu später noch ein bisschen mehr erzählen, wie die Mechanik funktioniert. Aber definitiv Wasserbomben kommen mit ins Spiel. Yes, the primary enemy of submarines are going to be destroyers. Destroyers are going to be equipped with depth charges that they're going to be launching to sink the submarines and defend allied ships. Natürlich möchten wir auch euch zeigen, wie das Gameplay an sich aussieht. Ich möchte hier nur darauf hinweisen, dass das, was ihr hier sehen werdet, ist ein sehr, sehr frühes Teststadium. Das heißt, achtet gar nicht so viel drauf, wie viel Schaden angerichtet wird oder wie genau die Entfernungen funktionieren, sondern es ist eigentlich nur, um die Grundmechanik hier zu vermitteln, wie das Ganze von unserer Seite aus funktionieren soll. Yeah, quick disclaimer, this is very early gameplay, so please ignore numbers, ignore damage and everything. This is to showcase how the actual gameplay looks like at the current state. And how you plan and execute an attack. Genau, als U-Boot habt ihr ein aktives Sonar, mit dem ihr den Gegner anpingen könnt. Ihr seht, das U-Boot hat hier auf periskoptiefe Torpedos abgeworfen und das gegnerische Schiff hat zwei Markierungspunkte. Wenn ihr den ersten Punkt quasi schafft anzupingen, werden die Torpedos bis zu einem gewissen Grad zielsuchend, also nicht komplett, aber sie können leicht mitsteuern. Und der zweite Ping, wenn der erfolgreich war, dann werden die Torpedos tiefer tauchen und maximalen Schaden beim Gegner anrichten. Okay, I'm going to have to be quick here. You can launch your torpedoes and then you can use active sonar to ping the enemy target. There are two target points, one at the bow, one at the stern. If you manage to hit one, your torpedoes will become homing torpedoes, only to a certain extent. And if you hit two, they will go deep and they will become effectively magnetic torpedoes and deal more damage. But as soon as you ping, the entire enemy team will see you on the minimap. Ganz genau, ihr seht das hier auf der Minimap auf der rechten Seite. Sobald ihr diesen Ping benutzt, hat es einen Nachteil, denn ihr werdet auf der Minikarte für alle anderen sichtbar. Und der natürliche Gegner eines U-Boots ist hier der Zerstörer, der das U-Boot jagt. Und wie das Ganze funktioniert ist, ihr seht, der Zerstörer kommt immer näher und er sieht diese Kreise. Das ist nämlich die letzte bekannte Position des U-Boots und ihr werdet dann quasi Katz und Maus spielen. Yes, you can see how the hunt works here from a destroyer perspective. A destroyer will be able to last known position if you used your ping, and once he gets close, he's going to get a circle of your last known position. If he gets in there in the allotted time, he's going to see the next circle and he'll be able to hunt you down. And you can see here, once he gets in range, depth charges start deploying and the submarine is going to be in big trouble. Ganz genau, also wenn ihr das dann quasi geschafft habt, das gegnerische U-Boot zu lokalisieren und in diesen Kreis reinfahrt, werden dann die Wasserbomben automatisch abgeworfen, denn wir wissen, Zerstörer haben eh schon sehr viel zu tun und möchten das Ganze so lösen. Man kann auch darauf achten, U-Boote sind natürlich nicht sonderlich schnell. Ihr seht auf der linken Seite die Geschwindigkeit und auch den Strukturpunkt dazu. Yes, submarines are slow, submarines are vulnerable. You need to make sure you don't get caught. Our effects here are still a work in progress, reused from last Halloween, so you can expect something much, much more historically accurate when it hits the surface. Ganz genau. Und wir werden später... Wir